Ich zeige, wie man einen Google-Kalender in ein Widget in WordPress einbettet. Und zwar klicke ich dazu auf einen Kalender, in diesem Beispiel die Feiertage in Deutschland und auf die Kalendereinstellungen. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, die Farbe, die Größe und Optionen anzupassen. Ich wähle jetzt hier beispielsweise mal eine Höhe von 300 Pixel und auch eine Breite von 300 Pixel und anstatt der Monats die Terminübersicht. Nun bekomme ich einen Code. Diesen Code speichere ich mir in den Zwischenspeicher. Dann wechsle ich in meinen WordPress-Blog, gehe in die Widgets und füge im Widget-Bereich ein Text-Widget hinzu. In dieses Widget schreibe ich Kalender rein und kopiere jetzt den Code von dem Google-Kalender in dieses Widget. Und wir sehen schon, ich positioniere es noch an die erste Stelle, jetzt habe ich in meinem Blog die Kalendereinträge hinein. Speichern und publizieren und fertig.